Leute, was geht ab? Wir sind hier unser 42 Millionen Dollar Mercedes. Leute, dieses Auto ist immer noch absolut krank. Ich liebe es einfach. Ich sage euch ehrlich, ich würde es gerne als Alltagsauto machen, aber wir schrubben jetzt hier die ganze Zeit Kilometer rauf und nicht, dass das Auto noch irgendwann am Wert verliert. Heute gibt es eine richtig geile Folge, Leute, und zwar wir werden YouTuber beklauen, Leute. Ich habe wieder überlegt, wir werden iCrimex beklauen, Amir, SU2an. Wir werden alle beklauen, Leute. Ich werde zu denen hinfahren, werde den Autos klauen und werde dann aber die Autos bei mir im Stani Performance auftunen und werde denen dann die getunten Autos wieder zurückgeben. Aber ich bin mal echt gespannt, wie die Paulberger darauf reagieren werden, dass ich einfach Autos von denen klaue, weil falls sie das rauskriegen sollten, Leute, ich glaube, die werden nicht so erfreut sein. Deswegen, Leute, unser erstes Opfer, habe ich mir gerade überlegt, wird Ami sein. Wir werden mal kurz an seiner Werkstatt vorbeifahren und ich werde mal gucken, was da so ein bisschen abgeht, Leute. Vielleicht kann ich ja schon herausfinden, was für krasse Autos er da hat und ich werde die Autos einfach noch krasser machen. So, Leute, ich muss mal gucken, Amir wohnt ja hier irgendwo am Strand, Leute. Er hat sich ja ein schönes Strandhaus gesichert. Das wird unser erstes... Oh, Bro, da war er ja schon, Leute. Das wird unser erstes Opfer sein. Guck mal, ich werde mir erstmal... Oh, okay, da ist er gerade, Leute. Da ist er gerade. La, 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 la. Moin, Amir! Ah, Stani, was willst du denn hier? Ja, Bro, nix. Ich wollte mich mal hier umgucken. Ist das hier deine Garage oder was? Ja, das ist meine Privatgarage. Aber mach jetzt hier kein Auge auf das seltene Auto, was ich hier besorgt habe. Bro, was ist denn an dem Auto selten? Bro, das sind alles Originalteile. Die kriegst du vielleicht, das einzige Modell, das du so kriegst, was wie so gerade hier dasteht, ist vielleicht, ja, in Dubai. Aber selbst Bro, da, das ist eine Schmalspurkarre und der Porsche ist genauso eine Schmalspurkarre. Ja, okay, solltest lieber aufpassen, dass dir das keiner klaut. Aber obwohl, so eine Schmalspurauto, glaube ich, wird keiner klauen. Tja, wenn die Leute so Schmalspur-Tuner sind wie du, dann ja, dann wissen sie den Wert von dem Wagen hier nicht, ne? Ja, ja, so. Okay, Armin, ich wollte nur mal gucken, was du hier so machst. Ja, ja, mach mal. Schmalspurkiste, sagt er zu bei 42 Millionen Dollar Auto. Okay, alles. Ja, das Auto ist da, ja, für 20 Millionen, genau, ja, ja. Oh mein Gott, Leute, der geht gerade ins Haus rein. Junge, der geht gerade ins Haus rein, Leute. Der hat gerade die Garage alleine gelassen. Das Problem ist nur, Bro, ich muss irgendwie das Auto hier verstecken, Leute. Nicht, dass das findet. Okay, wartet mal, wir werden erstmal das Auto hier hinstellen, Leute. Zack, zack, zack. Und dann werde ich mich schnell in sein Haus reinschleichen und werde gucken, dass ich die Schlüssel für das Auto bekomme. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schnell das erste Auto einmal von Amir klauen. Ah, lalalala. So, Dings, Stani Performance, Leute. Das ist ganz normal das Auto, was da steht. Das ist auch gar nicht teuer. Das ist auch ein öffentlicher Strand. Also ich glaube nicht, dass es hier jemand klauen sollte. Ich denke mal, das sollte eigentlich schon safe sein. So. Okay, das Tor geht schon mal auf. Ich hoffe, dass wir direkt das Auto klauen können. Warte mal, Leute, ich werde das mal probieren. Leute, ich kann nicht einsteigen ins Auto. Nein, er hat die Schlüssel mitgenommen. Nein, 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 das ist nicht gut. Okay, Freunde, wir müssen uns hier schnell ins Haus reinschleichen. Oha, er hat hier sogar Alarmanlage und alles dabei, Freunde. Wie krass ist denn das? Also, er hat es auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gesichert. Lalalala. So, Leute, ich guck mal, hier ist der vielleicht hier irgendwo. Nicht, dass wir ihn hier... Oh, der wird sich safe hier oben irgendwo versteckt haben. Hey Leute, wo ist der denn? Ey, ja, das... genau. Ja, also 20 Millionen das Auto an sich. Das Tuning wird nochmal 10 draufkommen. Für den Transport haben wir auch nochmal 5. Ja, ja, genau, genau. Oh Gott, das ist ja, das ist ja. Ja, mhm. Ja, gut. Ja, wie wollen sie es getunt haben? Ja, in so einem Rot wollen sie das haben. Alles klar, habe ich verstanden. Ja gut, dann heute Abend 19 Uhr, Abholung, lassen sie uns in Sandy Shores Flughafen. Ja, dann kann ich ihnen direkt einen Frachter klar machen, dann können sie es rüberfliegen. Ja, nach L.A. wollen sie es haben, ne? Genau, Leute, ja, nach L.A. Denn die Schlüssel, Mann, ich muss die Schlüssel finden, Mann. Ich weiß nicht, wo er die Schlüssel hingelegt hat. Oh, jo, die liegen da vorne auf dem Schreibtisch, aber... Okay, wir müssen warten, Leute. Oh, Bro. Okay, er geht irgendwo hin, Leute. Er ist irgendwo hingegangen. Da vorne liegen die Schlüssel. Ah, yo, Siu, was geht? Ja, ja, der Schmalspur Stani war gerade eben bei mir. Ja, aber sag ich auch mal zu dem. Ah, Leute, schnell weg hier. Oh mein Gott, ich hab die Schlüssel vom Auto. Let's go. So, okay, eigentlich ist das eine absolute Müllkarre. So, zack, Leute, wir können rein. Und ab damit. Oha, Leute, guck mal, wir haben einfach hier... Oh, jetzt habe ich einfach die Scheiben kaputt gemacht. Ey, das ist ja voll so ein Oldtimer, Leute. Das ist eigentlich auch ein geiles Auto. Ich wusste gar nicht, dass Ami überhaupt noch so ein Oldtimer steht. Aber wir haben das erste Auto von Ami geklaut, Leute. Und das ist anscheinend irgendwie ein Kundenfahrzeug von jemandem. Aber wir werden aus dem Auto jetzt was viel, viel geiles machen, Leute, und werden es natürlich erstmal richtig krass auftunen. Ey, Freunde, wenn der mitkriegen würde, dass wir sein Auto geklaut haben, und aber wir dürfen ihm das jetzt noch nicht zeigen, Leute. Wir müssen jetzt erstmal noch locker sein. Dings, zack. Und ich würde sagen, Leute, wir werden das Auto jetzt erstmal repariert und dann werden wir es mal ordentlich upgraden. Boom, Leute, ich habe auf Amir sein... Hey, Stani, komm raus!
Oh mein Gott, Leute, Abi ist hier. Hä, wieso hat er mich denn direkt verdächtig, Leute? Was ist das denn los hier? Wieso, Abi, was? Hey, oh, danke, Abi. Wo stand ihr? Lass meine Mitarbeiter in Ruhe! Wo ist mein Auto? Hey, Bro, was für ein Auto? Ja, das Auto, was da gerade ist. Kaum warst du da. Ich geh kurz hoch, telefonieren. Hey, da vorne ist doch dein Auto. Hier ist dein Auto, Abi. Ich hab's geholt. Ich rede von dem Oldtimer, von dem teuren Stück. Hey, Bro, du kannst dich hier gerne umgucken. Hier ist kein Oldtimer. Alles Gute, Abi. Ich guck mich jetzt hier um. Bro, ich bin hier einfach nur am Tune, alles drum und dran. Ist das denn wert, also dass das wertvoll war? Habe ich ja gehört, aber was hat es denn mit auf sich mit dem Auto? Das ist ja echt schade, dass das geklaut worden ist. Ich glaube, du hast das in deine Garage nicht richtig abgesichert, mein Bester. Bro, das ist ein Büro. Denkst du, im Büro ist dein Auto oder was? Ja, mach mal jetzt hier keine... Hier ist alles in Ordnung, Bro. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier hinten ist auch nichts. Digga, mir reicht, Alter. Sag mir mal das Auto. Hast du das geklaut oder was, hä? Bro, ich hab kein Auto geklaut, Amir. Ich sag dir ehrlich, ich hab nichts gemacht. Ey! Amir, Alter, was soll das? Ich könnte da raus, Alter. Wenn du das machst, dann machst du deinen Laden hier zu. Mach ihn dicht. Ja, ja, Leute. Ich hoffe, du bist Brandschutz gesichert. Ey, Leute, was dreht der denn so durch, Junge? Ich hab mir doch hier nur sein Auto ausgeliehen, Leute, und hab das ein bisschen aufgetunt. Nämlich guck mal, was ich hier draus gemacht habe, Leute. Ich hab aus diesem richtig langweiligen Oldtimer, Leute, einen Ferrari-Oldtimer gemacht in der absoluten Rennvariante, Leute. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Auto. Ihr seht's, ich finde, Leute, das Upgrade ist mir wirklich gelungen. Ich muss auch ehrlich sagen, Leute, das war nicht sonderlich günstig gewesen. Also wir haben hier wirklich ordentlich Kohle reingesteckt. Ich würde das Auto jetzt vielleicht noch in einer anderen Farbe machen, weil der Kunde meinte ja, er wollte das Auto in Rot haben, Leute. So, zack, hier in Rot, Leute. Und ich weiß nicht, ob man hier noch ein bisschen was tun kann. Ich würde die Reifen sogar vielleicht so lassen. Die sind so schön klassisch. Neonlichter, Leute, würde ich eigentlich auch nicht reinbauen. Wir können hier noch so verschiedene Zahlen drauf machen. Boah, ich sage euch ehrlich, wir machen, glaube ich, gar keine Zahlen drauf. Ich finde, so sieht er irgendwie mit am cleansten aus. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch machen würde, wäre Felgenfarbe, Leute. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen was anderes nehmen. Beziehungsweise würde ich eigentlich auch andere Felgen vielleicht nehmen, Leute, die ein bisschen besser zu dem Auto passen. Guck mal, hier vielleicht so ein bisschen auf Oldschool angelehnt, Leute. Zack, hier. Das sieht jetzt natürlich jetzt erstmal ein bisschen wild aus. Aber wir müssen natürlich noch die Farbe ändern. Guck mal, hier vielleicht in so klassischen Weiß, Leute. Ich finde, das ist immer bei so älteren Autos eigentlich ganz geil. Und hier ist das erste Auto, was ich für meinen YouTuber-Freund Amir habe. Wir werden es jetzt natürlich erstmal ins Autohaus reinfahren. Und ich werde es hier erstmal zwischenlagern. Und nachher kann er natürlich gerne kommen, Leute. Und dann werde ich ihn natürlich so ein bisschen überraschen und ihm das Auto zeigen, was ich hier für ihn gebaut habe. Vor allem auch die Türen, Leute. Guck mal, wie geil die sind. Das sind so Oldschool-Flügeltüren. Wie lustig sieht das bitte aus? Ich mache mal weiter auf hier. So, guckt euch das an, ey. Richtig geiler Wagen. So, Leute, ich würde sagen, den nächsten, den wir beklauen, Leute, ist King Trimax. Und dafür werden wir uns, glaube ich, mal unseren Abschlepper nehmen. Nämlich, ich werde sein Auto einfach abschleppen, Leute. Ich hoffe, er kriegt nichts mit, ey. Das wäre auf jeden Fall ziemlich krass. So, Abschlepper. Okay, umziehen. Obwohl, umziehen müssen wir uns eigentlich nicht. Mal gucken. Vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen umziehen, Leute. Vielleicht sollte ich mich so als Polizist verkleiden. Und dann werden wir ihn einfach so vorspielen, als wäre ich ein Polizist. Und wir müssen sein Auto beschlagnahmen, weil es TÜV braucht oder so. Irgendwas werde ich ihm erzählen. Hey, Leute, ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe keine Ahnung, warum wir so ein Kostüm haben, aber ich habe mich einfach als Bigfoot verkleidet. Und Bro, ich werde ihn einfach übertrieben erschrecken, Leute. Ey, der wird meilenweit wegrennen, Leute. Wenn der Bigfoot sieht, Leute, der wird sich richtig erstmal, der wird übertrieben die Hose voll haben. Und wir werden jetzt warten, bis es Nacht ist, Leute. Und dann werde ich mich auf die Lauer legen, Leute. Und dann werde ich irgendwie komische Geräusche vor seinem Haus machen. Und dann, ey, Bro, das wird zu krass, Leute. Wir werden jetzt richtig prankt, ey. Das wird zu heftig. Und dann werde ich einfach rauffahren, mir sein Auto schnappen und abhauen. Okay, Leute, es ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen dunkel geworden. Ich lasse jetzt den Abschlepper erstmal hier vorne stehen. Und wir werden jetzt erstmal als Bigfoot raufgehen. Und ich würde sagen, Leute, ich werde so eine komischen Geräusche hier machen. So. So, keine Ahnung. Ich glaube, das sind so Bigfoot-Geräusche. Also, die hören sich auf jeden Fall ziemlich gruselig an. Oh, guck mal, was ist das denn, Leute? Eine Fledermaus oder was ist das? Nee, das ist ein Vogel. Ich dachte gerade. So, wir werden jetzt mal hier raufgehen, Leute. Und dann mal gucken, wo der gute alte Alcrimax ist. Ich weiß nicht, ob der schon schläft oder ob der noch wach ist. La, 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 la. Oh, guck mal, Leute, da steht schon sein Bentley. Soll ich sein Bentley nehmen, um zu up... Oh, Leute, Bentley zum Upgraden wäre auch krass. Wir müssen mal gucken, was der hier für Autos hat. Ah, das ist ein Lambo, Leute. Aha. Also er scheint auf jeden Fall zu Hause zu sein. Seine beiden Autos sind da. Er könnte natürlich auch mit einem Rolls Royce unterwegs sein, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich auch da in der Garage stehen. Ich könnte einfach mal in sein Haus gehen.
Und dann gucken wir. Ich glaube, wenn wir jetzt mit dem Abschlepper rauffahren, Leute, es wird ein bisschen zu laut werden und der kommt direkt raus. Deswegen müssen wir jetzt mal hier ein bisschen gucken, hier, wo der ist, Leute. So, ich mache jetzt schon mal so ein paar Geräusche, Leute. Leute, oh mein Gott, Leute, der sitzt da am Dings. Der sitzt da gerade am Fernseher, Leute, der chillt noch ein bisschen. Der hat wahrscheinlich gerade noch ein paar YouTube-Videos aufgenommen. Oh, das ist King Crymax. Oh, der wird sich gleich so erschrecken. Warte mal, Leute, ich werde jetzt gleich vorstürmen. Bro, er wird wahrscheinlich jetzt gerade straight zu Tuan schwimmen und wird Tuan Bescheid sagen. Ey, den haben wir ja voll. Habt ihr gehört? Der hat geschrien wie ein Mädchen, Leute. Was war das denn gewesen? Okay, jetzt sollten wir aber erstmal genug Zeit haben, sein Auto zu klauen. Und dann können wir damit natürlich schnell zu Stadi Performance fahren. Bro, aber wir müssen uns echt schnell beeilen, weil ich habe keinen Bock, dass der jetzt gleich Tuan hier aufkreuzt oder so und nicht mit diesem Abschlepper hier sieht, weil ihr wisst, Leute, wenn Tuan durchdreht und wenn der weiß irgendwie, dass mit Wachs was passiert ist, also dann, deswegen müssen wir uns jetzt wirklich beeilen, Leute. Wir müssen uns jetzt schnell beeilen. Oh, so, der Bentley steht zum Glück schon bereit. Kommen wir hier runter, okay. Zack, Leute. Und bam, so. Oh, der Bentley ist dran, Leute. Oh Gott, ich muss jetzt hier schnell rausfahren. Dring, dring. Telefon, Leute. Hallo? Hallo, Stani. Hi, Tuan, was geht? Hey, bei der Suche nach so einem Bigfoot, hast du einen gesehen? Du suchst einen Bigfoot? Ja, genau, genau. Bro, was willst du denn von diesem Bigfoot? Lass mal lieber Bigfoot in Ruhe, ich sag dir ehrlich, Tuan. Warte ganz kurz, ich muss hier was ganz kurz was zum Explodieren bringen. Tuan, was... Nein, ich darf mir untergehen! Sorry, ich bin am Telefon. Ich suche gerade einen Bigfoot. Die Leute wollen mir erzählen, wo der ist. Die meinen, gibt den nicht. Deswegen muss ich gleich kaputt machen. Was ist denn da vorgefallen mit Bigfoot? Ja, Bigfoot hat gewagt, meinen besten Freund zu erschlecken. Oh, ja, das ist natürlich nicht so schön, also... Ja, du weißt, wie das ist. Wer Max erschlägt, der kriegt die höchste Strafe der Welt. Also, Bro, ich sag dir ehrlich, Tuan, ich hab damit nichts zu tun. Ja, gut, sag mir mit Bigfoot, ruf mich an. Ja, tschüss. Ich geh jetzt in die ganze Stadt jagen. Ach, du grüne Leute. Er hat gesagt, er will ihn in die ganze Stadt jagen. Okay, ich glaub... Bro, hier sind überall Explosionen, Leute. Was geht ab? Ich glaube, Tuan ist komplett am Durchdrehen. Ach du grüne Leute, ey, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen schneller auflösen. Ich muss schnell zu Stadi Performance fahren, das Auto tunen und dann rufen wir am besten gleich Max an. Aber da fehlt noch ein YouTuber, Leute. Nämlich Tuan könnten wir eigentlich auch beklauen und Tuan einfach ein neues Auto tunen, Leute. Der wird sich wahrscheinlich auch drüber freuen, weil Tuan ist ja eigentlich auch ein guter Freund von uns und auch ein Investor im Autohaus. Ich denke mal, dass er das auf jeden Fall cool finden wird. Aber jetzt geht erstmal zurück zu Stadi Performance. So, bevor es weitergeht, muss ich mich jetzt erstmal umziehen und dann werden wir Max sein Auto tunen. Oh, das wird so geil, Leute. Ich werde was richtig Geiles aus diesem Bentley machen, ich sage euch ehrlich. Oh, der Bentley ist so schon geil, den er hat, aber ich sage euch ehrlich, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen und ich würde sagen, wir werden jetzt die getunte Bentley Variant machen, Leute. Das Stani Performance Upgrade vom Feinsten. Boom, Leute. Guckt euch das mal an, Junge. Das ist jetzt hier Max sein geupgradeter Bentley, Leute. Und zwar, ich habe daraus wirklich... Bro, guckt euch mal bitte dieses geisteskranke Auto an, Leute. Dazu könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber es sieht wirklich... Ey, also ich sage euch ehrlich, es ist ein 10 von 10 Auto geworden und meine Jungs bzw. alle Freunde werden das Auto natürlich kostenlos bekommen. Guckt euch mal bitte an, wie schön dieser Wagen aussieht. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch das Kennzeichen ändern, Leute. Dass Max natürlich weiß, dass das so ein Stani Performance ist und ich denke mal auch, dass das für Stani Performance extrem gute Werbung sein könnte. Ich bin mal gespannt, Leute. Wir können sogar die Innenfarbe ändern und Bro, das Auto sieht so geil aus. Leute, sieht das Auto krass aus. Holy moly, Leute. Wir können sogar die Sitzfarbe ändern. Ey, guckt euch mal bitte diesen geilen Baba-Wagen an. Guckt euch mal bitte an, was wir daraus gemacht haben. Mit dem Weiß-Blau, Leute. Obwohl, die Sitze will ich vielleicht noch mal einem anderen Blau machen. Das müsste vielleicht noch ein bisschen knalliger sein. Aber dass man hier selbst die Sitze ändern kann,
in diesem Ultrablau oder Racing, nee, Ultrablau. Ey Leute, ich sage euch ehrlich, Max, glaube ich, wird dieses Auto so feiern. Ey, das ist einfach ein königliches Auto. Das Einzige, was er vielleicht ein bisschen nicht dran mögen könnte, ist, dass jetzt kein Cabrio mehr ist. Aber das Auto werden wir natürlich auch direkt erstmal ins Autohaus fahren. Und dann werden wir Maxi überraschen mit seinem neuen, abgegradeten Stani Performance Bentley. Guck mal, ich werde die YouTuber-Autos direkt hier vorne am besten hinstellen. Auch mit dieser Kühlerfigur. Guckt euch das mal an, ey. Guck mal, hier vorne mit dieser Kühlerfigur, Leute, von Bentley bei dem Konzept. Ey, das sieht so krass aus, ne? Ich muss wirklich sagen, zwei sehr, sehr krasse Autos haben wir bisher getuned. Aber jetzt, würde ich sagen, werden wir mal bei Touren einen kleinen Abstecher machen. Und bei Touren würde ich einfach mal mit Dings, Leute, ich werde einfach als Study Performance jetzt hinfahren. Ich werde ihn jetzt mal gucken, ob wir vielleicht Touren ein bisschen reinlegen können. Ich werde jetzt mal hier mit dem Traktor hinfahren. Und dann mal gucken, was er sagt oder ob er noch beschäftigt ist, gerade mit irgendwie iCrimex Bigfoot zu tun. So, jetzt sind wir hier auch schon bei Touren, sein Super-Tempel. Oh, kein Crash gebaut, Leute. Passiert den allerbesten. Alter! Ey, alles gut. Hallo. Stoppe! Stani Performance hier. Ah, oh, schönen guten Tag. Was kann ist? Ich helfen? Ja, Touren hat gesagt, nee, ich meine nicht, mein Name ist eigentlich gar nicht Stani, ich bin nämlich ein Mitarbeiter von Paul Berger Security. Vom Max. Ja, vom Max. Und ich soll hier ein Auto mitnehmen, meinte er. Den hier meinte er hier. Den soll ich, glaube ich, mitnehmen hier. Und mit? Ja, mitnehmen. Ja? Ist das okay? Ich sage, Tuan, da waren sie. Ja, sehr gut. Leute, das hat ja sowas von einfach geklappt, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, das hat ja richtig einfach geklappt. So, wir werden jetzt einfach das Auto hier auf unseren Transporter aufladen. Also, ich muss ehrlich sagen, Leute, die YouTuber zu beklauen, ist mal, wie immer, gar kein Problem. Und ist einfach extrem einfach, ne? So, ey, wisst ihr was, Leute? Ich nehme einfach noch ein Auto. Oder, ja, Bro, ich will nicht übertreiben. Wenn Tuan schon ein Auto reicht, Leute, ich werde es nicht übertreiben. Deswegen, wir lassen lieber nur ein Auto. Ich denke mal, das sollte reichen. So, dankeschön für das Auto, ne? Ich kann anrufen. Nicht anrufen, brauchst du nicht. Ist schon alles geklärt. So, ich muss jetzt auch los. So, lalalala. Zack, Leute. So, und jetzt werden wir direkt zum Autohaus fahren, Leute, und werden auch für Touren einen richtigen Baba-Wagen machen. Boah, ich bin echt gespannt, Leute. Ich glaube, aus dem Auto können wir nämlich richtig was Gutes rausholen. Ich muss auch sagen, hier, ich habe jetzt wieder die Rampe hinzugefügt, Leute, hier bei unseren LKW. Es funktioniert jetzt alles ein bisschen besser und cleaner, dass wir die Autos hier besser aufladen können und auch schneller. Da sind wir auf jeden Fall effektiver. Zack. Und dann mal gucken, Leute, was wir aus dem Auto hier machen können. Das ist ein Elektroauto, Leute. Ich sage euch ehrlich, eigentlich Elektroauto, wundert mich, dass Touren Elektroautos feiert. Aber da müssen wir wirklich ein bisschen mehr upgraden, glaube ich. Bro, Leute, guck mal, was wir für Touren gebaut haben. Ich sage euch ehrlich, das andere Auto, ich habe es getauscht, Leute. Ich habe mich darum gekümmert, da konnten wir nichts mehr retten. Ich habe für Touren einen neuen Nissan GT-R gebaut, Leute. Guckt euch das mal bitte an, wie krass bitte dieses Ding aussieht, Leute. Aber das fehlt natürlich noch, wir müssen hier ein bisschen tunen. Touren, seine Lieblingsfarbe ist ja gelb, weil den Toulouse hat er ja auch immer in gelb. Guck mal, die Beschriftung können wir sogar ändern hier. Ja, okay, obwohl nicht so krass. Ich würde sogar die Beschriftung, Leute, das passt nicht zu Touren, würde ich auf jeden Fall abbauen. Dann könnten wir hier den Heckspoiler abbauen, aber den würde ich dran lassen. Aber was wir auf jeden Fall für Touren machen, das Nummernschild abbauen, das er halt, ja, ist eh egal, Leute. Ob die Leute Touren erkennen oder nicht, das juckt, glaube ich, eh nicht. Zack, hier machen wir das schöne Gelb von Touren. Dann machen wir noch viel, viel coolere Reifen drauf, Leute. Nämlich, ich würde sagen, hier so richtig schöne Offroad. Ja, obwohl, warte mal, High-End vielleicht? Ja, ich weiß nicht, was wir hier nehmen, Leute. Vielleicht lassen wir auch die serienmäßigen Reifen, Leute. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, weil hier auch mit dem, die sind ja auch so ein bisschen breiter und so. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Tieferlegung muss natürlich noch rein. Neonlichter kommen auch rein, Leute. Obwohl, die sieht man leider gar nicht. Aber, warte mal, könnte das sein? Nee, sieht man leider nicht. Schade, weil das Auto irgendwie zu tief ist. Oder man kann keine einbauen. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Ich mache hier noch ein bisschen Touren-Tuning drauf. Race-Dings. Zack, zack, zack. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, das ist ein sehr, sehr schöner GTR, den wir hier für Touren getunt haben. Ihr müsst doch mal überlegen, Freunde, was das vorher für ein Auto war, ne? Bro, guck mal, auch hier von innen sieht der Baba-mäßig aus. Ich glaube, darüber wird er sich sehr freuen. Den werden wir jetzt auch mal hier zu den anderen Autos stellen. Und jetzt haben wir insgesamt drei Autos,
die mir meinen besten Freund mit GTA 5 direkt geben können, Leute. Boah, ich sage euch ehrlich, ich bin sehr zufrieden mit den Autos. Wir haben wirklich aus Schrottkarren richtige Premium-Autos gemacht und jetzt bin ich auf die Reaktion gespannt. So, Leute, wir werden jetzt mal rausgehen. Ich werde jetzt mal den ersten YouTuber anrufen und werde mich noch so ein bisschen drüber lustig machen, dass das... Hä? Tuan! Ey, Tuan! Ey, Tuan! Verdammt nochmal! Tuan! Lass das sein! Ey! Bro, das ist doch dein Autohaus! Du hast mir geklaut! Du hast mir das Ding und vorher habe ich auch geklaut. Ich habe alles herausgefunden. Was hast du herausgefunden? Was habe ich geklaut? Ja, ganz genau. Ey, Tuan, hör doch auf! Du schießt auf dein eigenes Auto! Das ist mir egal! Hä, wieso? Das ist... Verdammt! Ey, hör doch auf! Tuan! Das war ein Prank! Da. Prank! Schlechter Prank, hä? Oh nein! Tuan, ich hab doch... Hey, Tuan, ich hab Video aufgenommen! Hä? Tuan, das ist dein Auto. Das ist das Auto von Max und von Amir. So, lass jetzt eine Lele sein. Du wirst alle Autos wieder zurückbesorgen. Tuan, das waren die Autos... Ich hab die doch... Hast du mich verstanden? Originalzustand! Tuan, das waren die Autos. Oh, warte. Ah, sehr gut. So. Tuan! Nichts mehr, Tuan! Solange das nicht gemacht hast, hast du keinen Schutz mehr von mir! Tuan, ich hab ein Video gemacht, wie ich Autos von... Ist mir egal! Leute, ich wollte doch nur Autos tun und denen eine Überraschung machen. Ey, Leute, Tuan hat meinen ganzen Laden auseinander... genommen. Ich konnte doch nicht mal ausreden. Was sollen wir denn jetzt machen, Bro? Ey, jetzt habe ich hier wirklich die Autos von denen. Oh nee, nicht, dass die jetzt sauer auf mich sind, Leute. Wieso lässt Tour mich doch nicht ausreden, Leute? Das ist doch sein Autohaus mit, Mann. Was machen wir jetzt am besten? Stani! Hä, Amir, wo bist du? Amir? Oben auf deinem Dach! Amir, was machst du auf meinem Dach? Ich hab gesagt, du bist brandversichert! Ey, Amir, hör auf! Du Ekelhafter! Bro, dein Auto ist... klauen! Ich wollte dir eine Überraschung machen, Amir, nein! Du Ekelhafter! Du Dieb! Mein ganzer Dieb ist kaputt gegangen! Ey, Amir, dein Auto steht doch drinne! Ey, Leute, guck mal, der ist ja... Bro, ist das dein Ernst, Mann? Ey, jetzt brennen hier meine zwei Leihwagen. Ja, schnell, Feuerwehr, kommt schnell, löschen Sie bitte statt die Performance! Bitte schneller! Ey, ihr faule Pelze! Kommt hier raufgefahren! Zügig hier! ZZ, ziemlich zügig, aber zackig! Jo! Ey, Leute, das ging da voll nach Hose! Ey, ich hoffe, dass die, wenn die das Video sehen, dass sie nicht mehr so sauer auf mich sind. Das, oh mein Gott, Leute. Ey, Max! Ey. Leute. Ey, was soll ich machen? Sag, ich hab nichts geschrieben.